Willkommen zurück zu Stellaris Star Trek. Eine neue Folge mit mir, Dennis. Wir sind weiterhin im Alpha Quadranten ausschließlich unterwegs, bis auf eins meiner Schiffe, nämlich die TSC Zarg, die mutig dahin vordringt, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich sie zurückrufe oder ob ich sie in irgendeiner Form auflösen soll und mir hier ein Forschungsschiff in meinem Föderationsgebiet gönnen. Aber ich finde es eigentlich ganz passend. Ich meine, die sind machen genau das, was man bei Star Trek eigentlich macht. Nämlich dahin gehen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Also fliegt weiter, meine Lieben. Fliegt weiter Richtung Beta, Delta, Gamma, was auch immer für Quadranten. Der Ausbruch der Grippe hat geendet. Wir haben es geschafft. Das ist sehr schön. So, was haben wir hier? Wir können unsere Phasenverriegelung spezialisieren. Können wir bitte mehr Informationen haben? Entweder mehr Schildschaden, mehr Hüllenschaden oder mehr Panzerungsschaden. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal Schildschaden genommen. Und ich glaube, das werde ich vielleicht dann auch... Ja... Ich glaube, ich nehme jetzt mal Höhlenschaden, auch wenn ich gesagt habe letztes Mal, dass ich ja eher die Schilde natürlich beschädigen möchte von feindlichen Raumschiffen, weil wir die Föderation sind und jetzt nicht Leute einfach explodieren lassen wollen, sondern wenn man die Schilde runtergeschossen hat, dann werden sie ja vielleicht ein bisschen zutraulicher und verhandeln eher mit einem. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Höhlenschaden schadet jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Man muss ja vielleicht auch mal irgendwie ein Schiff manövrierunfähig schießen oder so. Da muss man ja auch mal die Hülle penetrieren. Haha, penetrieren. So, jetzt haben wir hier neue rote Technologien. Mittlerweile haben wir nur noch rote Technologien gefühlt. So, wir können... Ich weiß nicht genau, warum holographische Projektionsgitter, mit denen wir beispielsweise... holographische Raumschiffe projizieren können, um den Gegner zu verwirren, nehme ich mal an. Verstehe ich nicht, warum das eine gefährliche Technologie ist, aber wir machen das jetzt einfach mal. Ich will das mal ausprobieren. Was ist denn daran jetzt gefährlich? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wer möchte was? Die Orioner möchten wieder mal assoziiert werden. Ich bin dafür, Freunde. Ich probiere die anderen zu überreden, aber die werden Nein sagen. Die mögen euch nicht. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil ihr versklavende Despoten seid? Ich kann es mir auch nicht erklären. So, ich habe jetzt mal zwischen den Folgen meine zweite Flotte nach Ankar verlegt. Die fliegen da jetzt gerade hin. Hab hier angefangen, noch ein paar Raumschiffe zu bauen. Ein paar kleinere mal. Vielleicht noch mal... Bauen wir nochmal zwei Shuttles. Ja, einfach noch so ein bisschen Kleinkram. Ist vielleicht nicht so eine schlechte Idee. Ein Kampfjet-Hangar, das klingt cool. Da bauen wir die Shuttles rein und dann, da packen wir die Shuttles rein und dann ist das alles super. Diplomatische Bemühungen. Die Konferenz über Chiron Prime ist gescheitert. Oh nein, aber was ist, wieso ist das denn jetzt gescheitert? Wir können ihnen eine... Kompensation anbieten. Was? Okay. Holy fuck. Aber das ist jetzt auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Das ist halt jetzt gescheitert. Hier tritt mit 30% Wahrscheinlichkeit ein, dass die Rebellen uns angreifen. Hier passiert das nicht. Also machen wir das nicht. 30% ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Rebellen uns angreifen. Da habe ich keinen Bock drauf. Können wir nicht den Chironiten irgendwas schenken? Dann feindlich. Minus 252, die mochten uns ja eh noch nie. Haben wir da eigentlich einen... Da haben wir überhaupt niemanden sitzen, oder? Das ist ja mal ein bisschen blöd. Ich glaube, die Sindhi hatten lange genug jemanden bei ihnen. Jetzt kriegen das mal die Chironiten ab. Wir transferieren kein System an sie. Wollt ihr vielleicht mal ein bisschen goldgepresstes Latinum haben? Kriegt ihr mal 100? Wollt ihr noch ein paar Kristalle haben? Guck mal,
Bunte Kristalle. Wow, die sind toll, oder? Duraniumplatten mögen sie. Duraniumplatten habe ich auch genug. Da kriegen sie jetzt mal welche. Und Verbrauchsmaterialien sind auch immer beliebt bei allen. So, guck mal. Und schon minus 252. 25 haben wir da schon weniger gehabt. Jetzt gucken wir mal, was. Ja, minus 200. Das hat mehr gebracht als die Verhandlung. Liebe geht durch den Magen. Oder durch die Geldbörse. So, das können wir gerade theoretisch mal machen. Sollen wir das machen? Ich würde das lieber machen, wenn ich ein bisschen Vorrat habe an Einfluss. Also mal irgendwie so 200, 250. Dass wir im Zweifelsfall da nicht mit runtergelassenen Hosen dastehen. Haben Archäologie verbessert. Dann verbessern wir jetzt mal. Oh, wir können Bergketten abtragen. Das klingt nach etwas, was uns noch einmal nützlich werden könnte. Was ist hier passiert? Wieso ist hier nichts? Ich möchte das bitte schnell erforschen. Bitte, bitte, bitte. So. Was? Nein, das können auch die hier erforschen. Da brauchen wir da gar nicht so weit fliegen. Hehehe. Guckt euch das an, ist das toll. So, die können da aber hinfliegen. Genau. Die Enterprise ist da ja daneben. Also da brauchen wir nicht irgendein anderes Schiff hinschicken. Das würde ich doch gerne mal sehen. Ja, das hat wieder nicht geklappt mit der Assoziierung der Oriona. Das tut mir echt leid, weil ich würde natürlich gern die Oriona assoziieren. Warum können wir die Ferengi nicht einladen? Sind die in irgendwas anderem verstrickt? Akzeptanz plus 7? Die Deltaner stimmen mit Nein. Okay. Das interessiert mich das irgendwie? Die Deltaner? Ja, die sind ja hoffentlich bald Teil der Föderation. Dann können wir das vielleicht machen hier. Ich schenke mal den Ferengi noch was. Ich will nämlich, dass die weiterhin gut gelaunt hier bei uns mitmachen. Weil die Ferengi, die sind mir echt wichtig. Guck mal, wir tauschen nur Kommunikation aus und sie kriegen trotzdem, wir kriegen trotzdem 20, 20 plus. Die sind uns echt freundlich gesinnt. Also die Ferengi, die kriegen wir. Die kriegen wir in unsere Föderation rein. Bin ich mir relativ sicher. So, jetzt haben wir hier oben nämlich auch unsere Sternbasis. Da bauen wir direkt mal zwei Schiffswerften da oben hin und die klassischen guten alten Quartiere. Und wir bauen mal einen zentralen Computerkern, um da die Verteidigungsfähigkeit zu verbessern. Und dann würde ich vorschlagen, besiedeln wir auch direkt mal einen der Planeten hier irgendwie, ne? Die Saurianer könnten da gut besiedeln. Die Vulkanier ja auch noch relativ gut. Die Lysipaner. Achso, wir haben nicht genug Legierung, dann kaufen wir mal welche. Ja. Aber 100% Besiedlung ist doch an sich schon mal gar nicht schlecht. Wer ist denn hier geiler? Die sind fleißig. Ingenieurforschung. Wachstumsgeschwindigkeit. Also die wachsen da sehr schnell. Dann nehmen wir doch die Saurianer. Komm. Murid Prime. Ja, bitte. So, dann haben wir nämlich schon mal einen neuen Planeten da oben besiedelt. Kampfjet-Hangars haben wir erforscht. Das ist doch auch was Schönes. Und jetzt können wir vielleicht noch die nächste Stufe Rumpfstärke-Plattform. Ist auch nicht so schlecht. Aber ich mache jetzt erstmal die nächste Torpedo-Entwicklungsstufe. An Bord der USS Sagan, unserem einen Forschungsschiff, gibt es jetzt den Captain Yi Kong Tag. Natürlich, jedes Jahr wird der Captain Picard Day, also der Captain Yi Kong Day, durchgeführt. Bitte fahrt fort, das kostet zwar ein bisschen Geld, aber ein bisschen Energie. Aber egal, dafür sind alle glücklich und happy und das ist doch schön. So, wir verbinden mal unsere beiden Flotten. Natürlich genau, wenn gerade gespeichert wird. Jetzt haben wir hier eine 5200er Flotte und eine 5700er Flotte im anderen System. Wo ist die vierte Flotte hier? Achso, die haben sich auch noch nicht verbunden. Warum denn das? Oh, hier, eine schöne Crossfield-Klasse haben wir hier gebaut. Das ist mal ein fetter Oschi. Wieso sind die nicht hier zusammen im. Verstehe ich nicht. Was ist hier das Problem? What seems to be the problem? Wieso sind die. Die sind doch beide hier im.
Orbit. Wieso können die jetzt hier nicht... Ach, weil es... weil ich nur maximal 100 da drin haben darf. Hm. Die Crossfield-Klasse, also die Discovery, die verbraucht zu viel Flottengröße. Na gut, aber dann starten wir da unsere Südflotte, oder? Unsere Nordflotte können wir auch starten. Wir starten unsere Nordflotte. Das wird ja sowieso mit der Zeit wahrscheinlich mit die wichtigste werden, weil die in Richtung der Romulaner positioniert ist. Die kommt dann hier oben hin und dann können wir hier nämlich dann direkt noch ein paar andere Raumschiffe bauen. Dann bauen wir hier schon mal eine Fregatte in Murit. Und hier müssen wir dann eher noch mal ein paar kleinere Schiffe bauen, die dann da dazu passen. Was baue ich da gerade noch? Constitution-Klasse. Wie viel groß ist die? 25, das reicht auch nicht. Naja gut, dann schicken wir die auch nach oben. In den Norden. Ist auch okay. So, jetzt haben wir hier diese neuen tollen Hologramme. Aber warum die jetzt gefährlich sind, weiß ich auch noch nicht. Na gut. Aceton-Assimilator. Was machen die? Exotische Materie stört die verstärkten Auren feindlicher Schlacht. Okay, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Wir können ja mal die Kybernetik erforschen. Das ist, glaube ich, im 23. Jahrhundert eine gute Idee. Wir können ja mal schauen, dass wir die Deltana noch ein bisschen schneller zu uns kriegen. Verhandlungen mittlerer Intensität. So. Dann machen wir das. Ich habe das Gefühl, mittlerweile habe ich zu viele Konstruktionsschiffe. Da könnten wir also auch mal eins auflösen. Andererseits... das hat aber mit dem Konstruktionsschiff nichts zu tun. Könnten wir mal hier noch ein bisschen was handeln, hier ein bisschen mehr Geld reinholen. Den Legierungshandel würde ich noch mal ein bisschen verstärken. Wir verkaufen weiterhin Chemozidkristalle. Da produzieren wir aber auch gut. Können wir eigentlich auch noch mal ein bisschen was verkaufen. Und Deuterium haben wir eigentlich... Dilithium haben wir, naja, nur noch plus 5. Das ist schon... Okay, Latinum. Können wir Latinum verkaufen? Ja, das können wir auch verkaufen, oder? Wie viel verkaufen wir da? Latinum plus 9 machen wir da. Da können wir 5 verkaufen. Das sollte uns auch ein bisschen was bringen. Mir geht es vor allem darum, jetzt möglichst viel Legierungen ranzuschaffen. Forschungsabkommen gebrochen? Okay, aber nicht mit uns. Ne? Das ist mir also egal. Okay, die Lysepaner und diese haben sich getrennt. Können wir dann irgendwie einen von denen mal ansprechen, ob die bei uns mitmachen wollen? Assoziationsstatus anbieten? Ja, bitte. Und wer waren die anderen? Die... Nee, das ist... Jetzt ist das schon wieder weg hier. Die Orioner, ja. Wie gesagt, das werden die wieder nicht mitmachen, die anderen. Die Lysepana hat ein Nicht-Angriffsversprechen mit anderen geschlossen. Das ist mir... Das finde ich nicht so schön. Die Seelei, was ist mit denen? Die sind neutral uns gegenüber. Da können wir dann auch das nicht anbieten, dass die uns beitreten wollen. Können denen aber vielleicht mal ein Handelsabkommen anbieten und mal wenigstens ein bisschen Informationen austauschen. Oh, das mögen die gar nicht. Die sind sehr zurückgezogen. Mögt ihr denn Verbrauchsmaterialien? 6 pro 100. Mögt ihr Duraniumplatten? 13 pro 100. Gut, die sind natürlich auch wertvoller, aber... Wir produzieren an sich genug. Mögt ihr Dilithium? Ihr mögt Dilithium. Davon haben wir aber wirklich mehr als genug. Na dann kriegt ihr keine Duraniumplatten, dann kriegt ihr nur 500 Dilithium. Dass sie uns mal ein bisschen mehr mögen vielleicht. Und vielleicht können wir dann nach und nach hier auch dahin kommen, dass wir mit denen irgendwie ein bisschen was zusammen machen. Das hat nicht funktioniert mit den Orionern, wie immer. Und auch mit den Lysepanern. Also das nervt ein bisschen, dass die anderen da so anti sind gegen neue Freunde. Bisschen schade. Reduziert den diplomatischen Abzug durch Grenzkonflikt um minus 20%. Also wenn man Grenzstreitigkeiten hat, dann hat man halt die ganze Zeit einen diplomatischen Nachteil.
Ich würde aber erstmal die Sicherheit verbessern für unseren Handelswert, damit weniger verloren geht, weil ja dauerhaft ein bisschen was verloren geht durch Piraterie an Handel. Und das nervt einfach. Wenn man das reduzieren kann, ist das gut. Hier haben wir 15 Handelswert im Schibotes-System. Deswegen baue ich da jetzt mal eine Sternbasis, die das dann mal so ein bisschen abgreifen kann. Und dann machen wir mehr Kohle. Das fände ich gut. So, so. Gut, weiter. Wir wollen ja mal ein bisschen vorankommen hier. Auch zeitlich mal uns ein bisschen voranbewegen. Oh, Vulkane entfernen. Das finde ich auch gut. Das machen wir jetzt mal. Und wir rüsten mal die Station ein bisschen aus. Die Quaelor-Station wird mal extrem wichtig. Und deswegen für unsere Verteidigung. Deswegen brauchen wir hier noch einen zentralen Computerkern hin. Die Lissepaner bitten um Assoziationsstatus. Ich würde ihnen den genehmigen, aber ich bin ja offensichtlich nicht wichtig hier in der Föderation. Oder in unserer Koalition, obwohl ich mehr als doppelt so stark bin wie die anderen. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen kacke, dass das so gar nicht funktioniert hier irgendwie. Ja, Mann, ihr nervt einfach. Was ist euer fucking Problem? Wieso wollt ihr denn nicht, dass Leute dieser... Es geht ja sogar nur um Assoziation, nicht mal um Beitritt. Es ist ja nicht mal das volle Programm sozusagen. Ach, Mann. So. Wir können ja mal hier die Flotte zusammenführen zur dritten Flotte. Die dritte Flotte ist dann die im Norden. Die wird relativ wichtig werden. Die braucht vor allen Dingen auch nochmal einen Admiral irgendwie. Joanna Funk, Silvia Müller, also sehr viele Deutsche hier am Start. Und Xu Zhao, also wahrscheinlich irgendwie chinesisch, aber schwarz. Naja, gut, in der Zukunft ist alles ein bisschen durchmischter. Schadensrisiko, Lebensdauer. Na, die lebt zumindest lange. Komm, nehmen wir mal die. Die Ferengi-Allianz. Beitritt zur Koalition erbitten. Ja, bitte. Kommt schon. Jetzt lehnt nicht alle immer ab. Lehnt nicht immer ab, ihr blöden Schwachköpfe. Wir brauchen die Ferengi. Das ist die Chance. Ja. Hat's geklappt. Die Ferengi sind Teil der... Ja. Yes. Yes! Ah, oh, wie gut das ist! Ja, jetzt sind wir erstmal wieder hier ins Minus gekippt. Aber das kriegen wir auch wieder hin. Wir sind ja aktuell, ändert sich ja die Kohäsion im Plus. Das heißt, natürlich ist die Kohäsion gesunken in unserer Koalition, wenn jetzt das Volk beigetreten ist, das größer und stärker ist als die Föderation selbst. Aber trotzdem, also das ist ein Riesenerfolg diplomatisch. Die Ferengi-Allianz, dieses ganze Gebiet hier oben gehört jetzt, hat jetzt eine Assoziation mit der Föderation der Vereinten Planeten und ist sozusagen auf dem besten Weg, Mitglied der Föderation zu werden. Das wird ihnen nicht gefallen, denn Kapitalismus ist nicht unbedingt unsere Stärke. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Aber ey, ganz ehrlich, selbst wenn wir es nicht schaffen, dass die Ferengi-Allianz der Föderation selbst beitritt, dann haben wir sie doch zumindest in unserer Koalition sozusagen der vernunftbegabten Spezies. Und das ist doch auch schon mal ordentlich was wert, würde ich behaupten. Also, so, wir erforschen jetzt mal einen neuen Computer, das kann auch nicht so verkehrt sein. Was für ein Erfolg! Großartig! Wir haben auch unsere Verteidigungsstrategie schon weitestgehend umgesetzt. Ich würde sagen, ein Konstruktionsschiff hier so in der Mitte ist wahrscheinlich auch keine so schlechte Idee. Eigentlich hätte ich auch gerne noch ein Forschungsschiff hier in der Mitte. Also wir gucken jetzt mal, wir haben das Konstruktionsschiff hier, das ist Quatsch, das kann weg. Die USS Uranus, Uranus kann weg. So. Das. Wieso löst die sich jetzt? Ach, da sind sogar mehrere gewesen. Holy shit. Ja, die können alle weg. Ganz ehrlich. Brauchen wir nicht mehr. So, es kostet alles nur Unterhalt. Also, wir haben hier das Konstruktionsschiff für den Westsektor. Wir haben hier das Konstruktionsschiff für den Süden. Das kommt runter nach Quaelor. Eigentlich haben wir sogar noch einen Sektor mehr, ne? Wir haben hier oben bräuchten wir auch noch was. Also hier links bräuchten wir was und da oben bräuchten wir was. Warum haben wir denn... Ach so! Ach, fuck! Baut da mal schnell!
Vielleicht sind wir sogar mal schneller als andere und könnten bald ein System übernehmen. Das wäre ja was Feines. Bergbau, Baukosten, Bergbaustation, Baukosten 33% reduziert. Das ist nicht schlecht. Eine neue Dilithiumfabrik, das ist auch nicht schlecht. Aber wir erhöhen jetzt erstmal die Zahl der Wohnungen sozusagen, die wir haben in unseren Stadtgebieten. Wir können mal ein paar Erlasse machen. Was gibt's denn da Schönes? Also erstmal Produktionsziele machen wir auf jeden Fall wieder, weil uns das mehr Mineralien bringt und das ist grundsätzlich immer gut. So, die Kapazitätsüberladung bringt Energiecredits, das ist auch gut. Erfahrungszuwachs ist nicht so toll. Fähigkeitenstufe Erstkontakt. Zufriedenheit erhöhen brauchen wir auch nicht. Erkundungsgeschwindigkeit brauchen wir auch nicht. Naja, dann nehmen wir weiter die Kapazitätsüberlastung. So. Da kriegen wir mehr Energie rein, können wir uns mehr Zeug kaufen, das ist was Feines. Was ist hier passiert? Admiral erlangt Eigenschaft. Aha. Drittes Rakari-Reich. Das sind ja wirklich Leute, mit denen ich noch gar nichts zu tun hatte. Die kenne ich alle gar nicht. So, ich war ja aber gerade dabei, hier zu gucken, wo hier was ist. Also, dieses Konstruktionsschiff fliegt bitte nach Sol und ist hier stationiert und wird hier aufgerüstet auf nächste Stufe. So, das ist korrekt. Das fliegt dahin, das ist in Ordnung. Bleibt in der Mitte, das ist da, das ist eigentlich sozusagen das hier, das östliche Konstruktionsschiff, das geht dann zurück nach Ankar, sobald das hier fertig ist. Oh ja, das ist schön, dass wir das hinbekommen. Das Forschungsschiff hier fliegt bitte mit Lach Quaylor. Das Forschungsschiff erkundet weiter, das Flaggschiff, das geht dann wieder nach Ankar, die Enterprise. Das ist schon korrekt hier und das ist auch. Nee, das ist Quatsch. Das sollte eher hier im Zentrum sein. Das fliegt bitte nach Sol. So. Dann haben wir das. Dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Flotte in Quaylor. Und dann habe ich meine vier Seiten der Föderation Schutzdoktrin. Keine Ahnung. Die Wardens of the East, North, South and West. Habe ich dann umgesetzt. Wir können nochmal ein paar Schiffe upgraden hier mit neuen Phaser-Bänken. Wahrscheinlich. Was ist mit der Fourth Fleet? Achso, die gehört eigentlich noch zur First Fleet dazu, glaube ich. Ach nee, das geht ja nicht, ne? Die. Ja, ich hab's verstanden. Das Schiff ist viel zu stark. Ist ja ein Schiff der Constitution-Klasse, also quasi eine Enterprise. Das ist zu stark. Das können wir nicht damit integrieren. Und wir haben Gamma Equi. Kann ich nicht lesen. Können wir das bitte mal anders nennen? Also wir nennen das jetzt mal das Equeli. Das Equeli-System. Das kann ich wenigstens lesen. Also, wenn ich da mit einem Blick mal so hingucke und dann nicht auf den ersten Blick verstehe, was mir das Spiel mit dem Namen sagen will, dann ist das kein guter Name gewesen, würde ich sagen. So, da bauen wir das hier auf. Das ist sehr schön. Ich weiß nicht genau. Da war vorher so eine irgendwas mit Aliens, ne? So ein roter, neutral, also nicht mir gegenüber neutral, schon feindlich gesinnt, aber irgend so eine Alien-Fraktion. Wahrscheinlich wurden die von den Romulanern oder den Chironiten besiegt. Und jetzt konnte ich mir das System schnappen. Finde ich eigentlich ganz gut. Finde ich gut. Sehr schön. So, wann treten die Deltaner denn endlich. Oh, Penelope Sander ist gestorben. Oh nein. Oh nein, oh nein. Sie war unsere älteste, unsere dienstälteste Botschafterin. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Die hat mich von Anfang an begleitet. Die war schon am Anfang dabei. Schon vor 54 Jahren war die mit am Start. Na gut. Leute, wisst ihr, was wir machen? Nächste Folge geht es. Natürlich weiter. Es gibt natürlich eine nächste Folge. Die Orioner versuchen es mal wieder. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt, aber wir probieren es einfach. Deep Space Missions. Ja, let's do this. So, die Saurianer sind dagegen. Ich bin natürlich dafür. Wir wollen die Orioner dabei haben. Der galaktische Markt wurde gegründet. Allerdings nicht bei uns.
Wir haben uns nämlich gar nicht dafür beworben, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es komplett vergessen. Send an Admiral, send a Scientist. Wir senden einen Wissenschaftler und jetzt ist die Frage, wo müssen wir den hinschicken? Nach Tau Ceti. Da schicken wir doch aber mal die Enterprise, oder? Dafür ist sie doch da. Hätte ich jetzt gesagt. So. Ja, wie weit sind die Deltaner? Ach, wir sind soweit. Die Deltaner treten bei. Leute, das hier ist wirklich... Heute ist Föderationstag, sage ich euch. Wir haben die Ferengi in unsere Koalition aufgenommen und die Deltaner in die Föderation. Oh, wir müssen da mal kurz hinscrollen. Wo sind nochmal die Deltaner? Das sind die Benziten, die Saurianer, die Bolianer. Wo sind denn die Deltaner noch gleich? Habe ich da irgendwie... Warte mal. Wo sind die denn? Ich bin gerade kurz unsicher, wo ich sie finde. Er war doch da oben irgendwo. Ach, da hinten sind die. Ach du Scheiße. Ja, die sind ja wirklich am Arsch der Welt. Ja gut, guckt dahin, da, das ändert sich jetzt. Zack. Achso, hat sich noch nicht geändert. Tausende Delegierte haben sich getroffen. Alle klatschen, alle applaudieren, alle rasten aus. Und Föderation. Zack. Boom! Deltana drinne in Föderation. Sehr schön. Was ist hier passiert? Koalitionsassoziationsangebot. Der Orioner ist mal wieder gescheitert. Leute, wir kriegen das schon irgendwann noch hin. Wir erforschen jetzt mal das Energiezentrum. Mehr Energie ist immer gut. Ist ja quasi das Geld. Wir willkommen natürlich die Deltaner auf der Erde. Jeder ist willkommen, der der Föderation beigetreten hat. Die Sindhi, beigetreten ist, Entschuldigung. Die Sindhi möchte eine Botschaft haben. Auch das, wir nähern uns miteinander an. Die Sindhi wären ja auch albern, wenn wir die nicht dazu kriegen würden, uns beizutreten. Wenigstens in unserer Koalition. Weil ihr seht ja, die sind komplett umgeben, mehr oder weniger, von Föderationsassoziierten. Also hier sind überall Föderationsvölker. Die Sindhi kriegen wir schon auch noch. Macht euch da mal keine Sorgen, euch kriege ich auch noch. So, jetzt rüsten wir mal unsere Schiffe noch ein bisschen aus. Auf. Die dritte Flotte ist die im Norden, ne? Wisst ihr, was wir machen? Wir benennen die jetzt einfach mal noch um. Das ist jetzt nochmal mein... Das ist jetzt mal mein letztes Ding, was ich mache, diese Folge. Damit ich einfach mal weiß... Welche das ist, immer jeweils. Das ist die East Fleet. Ich weiß, dass es so nicht funktioniert. Also, dass die Himmelsrichtungen im All nicht genauso funktionieren wie auf der Erde. Aber es ist ja für uns jetzt einfach logisch. Wir spielen immer in dieser Ausrichtung der Galaxie. Dann ist hier oben Norden, Richtung Zentrum der Galaxis. Hier unten Süden, hier Westen, hier Osten. Wir können uns dieses Koordinatensystem ja einfach mal so legen und dann... Dann ist das auch okay, wenn die so heißen. Dann ist das hier die West Fleet und dann brauchen wir noch eine South Fleet und dann... dann wissen wir immer, welche ist. So, genau, die kommt ja dann dazu bei der North Fleet. Und dann sind die drei zumindest schon mal ähnlich stark und dann brauchen wir nur noch eine im Süden. Die bauen wir dann auch demnächst. Und nächste Folge drücken wir mal auf den Knopf und aktivieren unser... komisches Relikt, unser Zeitkristall, den wir gekauft haben. Da bin ich aber mal gespannt, was da passiert. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Lebt lang und in Frieden. Ciao.